Jeder ist käuflich. Vorwort. Petra von der Aue weiß nicht mehr weiter. Was ist mit ihrem Mann los? Liebt er eine andere? Ist seine politische Karriere in Gefahr? Petra von der Aue bittet Privatdetektiv Patrick Reich um Hilfe. Er entdeckt ein Geheimnis. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Jürgen von der Aue, konservativer Politiker. Er will ganz nach oben. Petra von der Aue. Sie hat Angst, ihren Mann zu verlieren. Johannes Burg. Er steht in Konkurrenz zu Jürgen von der Aue und handelt auch so. Maria Burg. Ehefrau von Johannes Burg. Sie hat eine heimliche Affäre. Andreas Kreuz. Bruder von Maria Burg. Was weiß er über Jürgen von der Aue? Konrad Wegschneider, Radfahrer. Beate Selig, Freundin von Petra von der Aue. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar, Freund von Patrick Reich. Patrick Reich, Privatdetektiv. Constanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick Reich. Ort und Zeit der Handlung, Kassel im August. Kapitel 1. 12. August. Petra von der Aue guckt auf die Küchenuhr. Es ist 21.30 Uhr, als sie ein Geräusch hört. Ihr Mann kommt nach Hause. Endlich. Sie freut sich. Sie haben sich den ganzen Tag noch nicht gesehen. Ihr Mann ist früh aufgestanden. Er ist Politiker. Sie teilt mit Enthusiasmus seine politischen Ideen. Beide kommen aus einem konservativen Elternhaus. Und er sieht immer noch sehr gut aus. Groß, blonde Haare und besonders gefallen Petra seine grünen Augen. Heute ist ihr 8. Hochzeitstag. Deshalb hat Petra ein Festessen vorbereitet und den Tisch im Esszimmer festlich gedeckt. Sie freut sich riesig. Ob ihr Mann ein Geschenk mitgebracht hat? Vielleicht das Armband, das Sie im Juweliergeschäft in der oberen Königstraße gesehen haben? Oder die Ohrringe aus der Wilhelmstraße? Das Geschenk für ihn, eine Taschenuhr, hat sie in der Serviette auf dem Teller versteckt. Jürgen von der Aue geht direkt in sein Arbeitszimmer, ohne seine Frau zu begrüßen. Ein gutes Zeichen. Er holt bestimmt das Geschenk. Jeden Moment muss die Tür aufgehen. Sie wartet. Nichts. Sie wird unruhig. Findet er das Geschenk nicht? Was ist los? Petra geht leise zum Arbeitszimmer. Die Tür ist geschlossen. Sie hört, dass ihr Mann telefoniert. Er spricht leise. Hör mir genau zu. Nein, jetzt nicht. Ich bin zu Hause. Ich melde mich morgen von meinem Büro aus. Dann können wir offen reden. Ich dich auch. Petra hört, wie er den Hörer auflegt. Sie geht schnell in die Küche zurück. Er ist plötzlich schlecht. In den letzten Wochen hat er sich sehr merkwürdig verhalten. Mal war er fröhlich, mal war er traurig. Jeden Tag ging er immer früher von zu Hause weg und kam immer später zurück. Petra hatte mehrere Male versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Ohne Erfolg. Bis vor kurzem hatten sie immer über alles miteinander gesprochen. Über Zukunft, Träume, Kinder und Karriere. Sie wohnen in einer Villa in der Brabanter Straße. Die Villa ist schön, doch Petra von der Aue fühlt sich im Moment hier nicht wohl. Das Haus ist kalt und sie und Jürgen lachen nicht mehr zusammen. Bis vor kurzem war er pünktlich und brachte Blumen mit. Hat er ihr heute zum Hochzeitstag rote Rosen mitgebracht? Petra liebt ihn, doch liebt Jürgen auch sie? Sie weiß es nicht. Es wird bestimmt ein schöner Abend. Entschlossen atmet sie aus. Die Küchentür öffnet sich. Ich bin's, sagt er. Das sagt er immer, wenn er nach Hause kommt. Kapitel 2. 13. August. Das ist lieb von dir, dass du dir Zeit für mich nimmst. Das ist doch selbstverständlich, sagt Beate selig zu ihrer Freundin Petra. Wozu sind denn Freundinnen da? Deine Stimme klang am Telefon sehr aufgeregt. Was ist passiert? Aber bevor du erzählst, möchtest du einen Kaffee? Gerne, antwortet Petra leise.
Während Beate in der Küche den Kaffee vorbereitet, versucht Petra, ihre Gedanken zu ordnen. Sie denkt zurück an die Begegnung mit Jürgen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie mieteten eine kleine, preiswerte Wohnung. Von ihren Eltern wollten sie nichts geschenkt haben. Sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Jürgen war ehrgeizig. Er wollte Karriere machen. Er arbeitete hart. Petra begleitete ihn oft zu politischen Veranstaltungen. Sie waren ein attraktives Paar, das überall gern gesehen wurde. Jürgen hat es schon weit gebracht. Obwohl er erst 32 Jahre alt ist, wurde er vor einem Jahr zum Parteivorsitzenden gewählt. Damit gibt er sich aber nicht zufrieden. Er hat größere Pläne. Berlin winkt. Vor 4 Jahren zogen sie von der Nordstadt in ihre neue Wohnung in der Brabanter Straße. Sie hatten es geschafft. Die wenige freie Zeit, die sie hatten, verbrachten sie mit Spaziergängen in der Karlsaue und in dem wunderschönen Bergpark Wilhelmshöhe. Petra merkt gar nicht, dass ihre Freundin ins Wohnzimmer zurückgekommen ist und die Kaffeekanne auf den Tisch gestellt hat. Milch? Wie bitte? Ach so, entschuldige Beate, ich war ganz in Gedanken. Macht nichts. Was ist los? Beate gießt etwas Milch in den Kaffee. Irgendetwas stimmt nicht mit Jürgen. Er benimmt sich seit einigen Wochen mehr als seltsam. Wir reden kaum miteinander. Wenn ich ihm Fragen stelle, weicht er mir aus. Früher, das heißt bis vor etwa 5 Wochen, war er die Liebenswürdigkeit in Person. Mir gegenüber aufmerksam. Und dann, mit einem Mal, war er anders. Du weißt ja, dass Jürgen vor einem Jahr Geschäftsführer einer großen Autofirma geworden ist. Das Geschäft läuft zurzeit nicht so gut wie gewohnt. Das hat wohl auch mit der komplizierten wirtschaftlichen Situation zu tun. Es könnte sein, dass die Schwierigkeiten größer sind, als Jürgen glauben möchte. Petra trinkt einen Schluck Kaffee. Selbst wenn es Schwierigkeiten in der Firma gibt, das erklärt doch nicht das Verhalten deines Mannes. Du hast recht, Beate. Dann gibt es eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder läuft etwas mit seiner politischen Karriere schief, oder... Petra sieht Beate an. Du weißt, woran ich denke? Das muss aber nicht sein, Petra. Was denn sonst? Jürgen hat eine Geliebte, mit der er sich heimlich trifft. Ja, so muss es sein. Ich habe deutlich gehört, wie er am Telefon sagte, ich dich auch. Was meinst du wohl, in welcher Situation man sowas sagt? Beate rückt näher zu Petra. Petra, ich sehe, wie du dich kaputt machst mit all den Fragen, die du dir stellst. Ich rate dir dringend, einen Privatdetektiv zu engagieren. So kannst du nicht weiterleben. Ich kenne einen, der sehr gut ist. Er heißt Patrick Reich. Warte einen Augenblick, ich hole seine Telefonnummer. Kapitel 3. 14. August. Am nächsten Tag macht sich Petra auf den Weg zum Büro des Privatdetektivs. Petra ist an diesem Tag zu aufgeregt, um mit ihrem Auto zu fahren. Sie steigt an der Haltestelle Kurhausstraße in die Straßenbahn 3, Richtung Iringshäuserstraße. Die Straßenbahn ist fast leer. Sie fährt durch die Landgraf-Karl-Straße, biegt dann in die Wilhelmshöher Allee ein. Vom Intercity-Bahnhof sind es dann noch 6 Haltestellen bis zum Rathaus. Dort steigt Petra aus. Privatdetektiv Patrick Reich hat sein Büro im Viktoria-Hochhaus an der Ecke 5-Fensterstraße, obere Königstraße. Sein Büro spiegelt die Person des Detektivs wider. Einfach und praktisch mit einer persönlichen Note. Poster von Max und Moritz in Übergröße. Patrick, ein 32-jähriger fröhlicher Mann, betrachtet Petra mit seinen grün-blauen Augen. Sie bewundert seinen Schnurrbart und seine Fliege. Sie ist auffällig rot. »Guten Tag, Frau von der Aue. Beate hat mir schon einiges erzählt. Bitte, nehmen Sie Platz.« Petra setzt sich. »Also, es geht um...« »Moment bitte. Ich stecke mir eine Zigarette in den Mund, weil ich nicht mehr rauche. Verstehen Sie?« »Überhaupt nicht«, antwortet Petra. »Ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen, wegen Konstanze, meiner Freundin. Deshalb zünde ich sie nicht an, sondern tue nur so, als ob...« »Verstehe«, sagt Petra, die gerade nichts versteht. Sie fängt an zu erzählen. Er hört ihr aufmerksam zu.
So wie ich die Lage sehe, sagt Patrick Reich, scheint sich Ihr Mann in einer delikaten Situation zu befinden. Einiges spricht dafür, dass er in seiner Firma Probleme hat. Und wir dürfen die Partei nicht ganz vergessen. Besonders jetzt, wo die Kandidaten für den Bundestag gewählt werden. Sie wissen ja selbst, welche Intrigen es gibt. Nein, an Intrigen glaube ich nicht. Ich habe ja auch meine Freundinnen in der Partei. Petra lächelt. Liebe Frau von der Aue, es könnte natürlich sein, dass, wie soll ich sagen, eine andere Frau im Leben Ihres Mannes eine Rolle spielt. Eine Frau könnte der Grund für die Veränderungen im Verhalten Ihres Mannes sein. Haben Sie irgendwelche Beobachtungen gemacht? Überlegen Sie genau, jedes Detail ist wichtig. Patrick prüft, ob seine Fliege richtig sitzt. Perfekt. Er verschränkt die Arme hinter seinem Kopf. Ein Tick, wenn er nachdenkt. Nein, das heißt, doch, in einem Telefongespräch sagte er zum Schluss, ich dich auch. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine andere Frau im Spiel ist. Es muss einen anderen Grund geben. Gut, dann bleibt nichts anderes übrig, als Ihren Mann zu beobachten. Brauchen Sie ein Foto von meinem Mann? Nein, das ist nicht nötig. Er steht ja oft genug in der Zeitung. Und ich glaube, ich habe Sie beide schon im Park Wilhelmshöhe gesehen. Kann das sein? Ja, bitte tun Sie Ihr Möglichstes. Informieren Sie mich bitte sofort, wenn Sie etwas herausgefunden haben. Patrick Reich begleitet Frau von der Aue zur Tür. Machen Sie sich keine Sorgen. Bald werden wir mehr wissen. Ich rufe Sie an. Kapitel 4. 15. August. Privatdetektiv Patrick Reich wartet seit mehr als einer Stunde in der Tiefgarage am Friedrichsplatz auf Jürgen von der Aue. Es ist 18.30 Uhr. Patrick liebt seinen Beruf. Nur eines fällt ihm sehr schwer, das Warten. Patrick nimmt ein Buch aus dem Handschuhfach. Er blättert darin herum. Ab und zu legt er es beiseite. Er blickt um sich. Nein, es tut sich nichts. Der BMW steht am selben Platz. Patrick hat so geparkt, dass er jederzeit Jürgen von der Aue nachfahren kann. Der Detektiv erinnert sich an einen Fall, es ging um Erpressung, bei dem er mit seinem Auto in der falschen Richtung stand. Ein Fehler mit fatalen Folgen. Diesen Fehler macht er kein zweites Mal. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Kassel leidet unter der großen Hitze. So heiß war es im August schon lange nicht mehr. Die Luft in der Tiefgarage war noch nie gut. Heute ist sie unerträglich. Patrick sucht im Radio den Deutschlandfunk, seinen Lieblingssender. Es kommen nur unverständliche Laute. Klar, Tiefgarage. Gut kombiniert, Herr Detektiv. Gerade als er eine CD einlegen will, kommt Jürgen von der Aue. Er steigt in sein Auto und fährt los. Patrick Reich folgt ihm. Jürgen von der Aue nimmt die Ausfahrt Steinweg und biegt sofort rechts ab in die Straße zur Karlsaue. Er kommt vorbei an der Orangerie. Für Sekunden ist der Blick frei auf die Karlsaue. Was für ein Park! Jürgen von der Aue fährt an der Fulda entlang. Bäume und Häuser spiegeln sich im Wasser. Jürgen von der Aue fährt langsamer. Er sucht einen Parkplatz. Er hält an und steigt aus. Er geht über die Straße in die Gaststätte zur Schwimmbadbrücke. Der Privatdetektiv folgt ihm. In der Gaststätte ist nichts los. Es ist zu warm, um sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Jürgen von der Aue geht auf die Terrasse, wo Gäste kühle Getränke trinken. Einige essen trotz der Hitze die Spezialität des Hauses: Schnitzel mit Bratkartoffeln. Jürgen von der Aue blickt um sich und geht zu einem Tisch, an dem eine attraktive Frau sitzt. Sie trägt ein sportliches Sommerkleid und einen Strohhut. Jürgen von der Aue umarmt sie kurz und setzt sich ihr gegenüber. Die Frau berührt die Hände von Jürgen. Sie sieht glücklich aus. Kapitel 5. 15. August. Der Blick von der Terrasse auf die Fulda ist schön. Ein angenehmer, kühler Wind erfrischt die Gäste. Vögel erfreuen sich an Speiseresten. Aus dem Schwimmbad, das ein paar hundert Meter weit entfernt ist, hört man das Lachen von Badegästen. Patrick Reich ist es gelungen, in der Nähe von Jürgen von der Aue Platz zu nehmen. Er bestellt einen Apfelsaft. Wenn er arbeitet, trinkt er keinen Alkohol.
Er würde gerne etwas essen, aber er weiß nicht, ob die Zeit dafür reicht. Er beobachtet das Paar. Er versucht zu verstehen, was die beiden sagen. Ohne Erfolg. Er tut so, als ob er telefoniert. Er fotografiert mit seinem Handy Jürgen von der Aue mit der Frau. Mehr kann er im Moment nicht tun. Er schaut wieder in Richtung Fulda. Patrick genießt die Atmosphäre um sich herum. Er bestellt einen zweiten Apfelsaft. Plötzlich wird die Unterhaltung zwischen von der Aue und der Frau mit dem Strohhut lauter. Patrick konzentriert sich. Jetzt kann er einige Sätze verstehen. »Du weißt genau, dass die Situation für mich nicht einfach ist«, hört er den jungen Politiker und Geschäftsmann sagen. »Immer wieder muss ich an den 26. Juli denken. Der Tag geht mir nicht aus dem Kopf. Besonders schlimm ist es nachts. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich habe Albträume.« Jürgen von der Aue schweigt. Er wischt mit einem Taschentuch Schweiß von seiner Stirn. Patrick überlegt, was das alles zu bedeuten hat. Könnte es sein, dass... Er wird in seinen Gedanken unterbrochen. »Du musst mir mehr Zeit lassen, alles zu regeln. Bitte denke auch an meine Karriere.« Die Stimme von Jürgen ist leiser geworden, fast müde. Die Frau redet auf ihn ein. Dabei fasst sie die Hände von Jürgen an. »Nein und nochmals nein. Ich lasse mich nicht von dir unter Druck setzen, erpressen schon gar nicht«, sagt Jürgen von der Aue mit fester Stimme. »Mit Gewalt erreichst du nichts bei mir.« Die Frau wird weiß im Gesicht. Sie schaut Jürgen an, aber sie sieht ihn nicht. Auf einmal sieht sie älter aus, als sie wirklich ist. Er steht auf, legt Geld auf den Tisch und verlässt die Gaststätte. Allein. Patrick Reich, Privatdetektiv, folgt ihm. Es ist 20.30 Uhr. Die Sonne färbt den Himmel rot. Kapitel 6. 16. August. »Guten Morgen, Frau von der Aue. Ich glaube, ich kann Ihnen erste Ergebnisse mitteilen. Ich habe allerdings auch ein paar Fragen an Sie. Ist es Ihnen möglich, zu mir zu kommen? Passt Ihnen 11 Uhr?« Frau von der Aue denkt nicht lange nach. Sie ist aufgeregt. Am liebsten würde sie sofort die paar hundert Meter bis zur Wohnung des Detektivs laufen. Sie versucht, ruhig zu bleiben. »In Ordnung. 11 Uhr. Können Sie mir jetzt schon was sagen?« fragt sie ungeduldig. »Es ist besser, wir reden über alles bei mir zu Hause. Bis nachher.« 2 Stunden später trifft Frau von der Aue bei Patrick Reich ein. Der Privatdetektiv zeigt Frau von der Aue die Fotos, die er am Tag zuvor gemacht und auf den Computer überspielt hat. »Erkennen Sie jemanden auf den Fotos?« »Ja, eindeutig. Da ist mein Mann und die Frau gegenüber heißt Maria Burg. Sie ist die Frau des Stellvertreters meines Mannes. Was hat sie mit meinem Mann zu tun? Mir ist aber noch was aufgefallen. Könnte ich bitte das 4. Foto noch einmal sehen?« »Ja, gern.« »Stopp! Vergrößern Sie bitte das Foto. Den Mann, der am Tisch hinter Frau Burg sitzt, habe ich schon gesehen. Wann und wo war das nur? Lassen Sie mich nachdenken. Ich komme gleich drauf. Ja, ich hab's. Das ist der Bruder von Frau Burg. Er heißt Andreas Kreuz. Ein unangenehmer Typ. Vor 3 Jahren hätte es fast einen Skandal gegeben, eine Korruptionsaffäre. Es ging um Immobilien. Erpressung war im Spiel. Merkwürdig. Mein Mann, Frau Burg und ihr Bruder sind zur gleichen Zeit am selben Ort? Warum hat mir Jürgen nichts von dem Treffen erzählt? Warum trifft er sich heimlich mit dieser Frau? Kommt er ihretwegen abends spät nach Hause? Herr Reich, was hat das alles zu bedeuten?« Frau von der Aue beginnt leise zu weinen. Der Privatdetektiv sieht aus dem Fenster. Welche Antworten soll er Frau von der Aue geben? Kapitel 7. 20. August. Hand in Hand gehen Constanze Zeigen und Patrick Reich im Park Wilhelmshöhe spazieren. Patrick hat Constanze in einem Französischkurs an der Volkshochschule kennengelernt. Aus der Liebe zur französischen Sprache wurde die Liebe zwischen Patrick und Constanze. Vor dem Gewächshaus bleiben beide stehen. Sie atmen tief durch. Sie genießen den Duft der Blumen. Die letzten Sonnenstrahlen erleuchten das Gewächshaus.
Die Konstruktion aus Glas und Stahl sieht modern aus. Konstanze nimmt ihren Zeichenblock. Zeichnen ist ihre große Leidenschaft. Immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, zeichnet sie. Manchmal macht sie in Gerichtsverhandlungen für eine Zeitung Skizzen von Richtern, Staatsanwälten, Angeklagten und Zeugen. Konstanze und Patrick gehen nach einigen Minuten weiter. Vor dem Schlossteich setzen sie sich auf eine Bank. Was für ein Blick! Zur linken Seite liegt die Löwenburg, zur rechten Seite der Aquädukt und vor ihnen der Herkules. Patrick denkt laut nach. Das tut er, wenn er sich intensiv mit einem Fall beschäftigt, auch beim Spazierengehen. Vielleicht erwartet er Hilfe von seiner Freundin. Jürgen von der Aue trifft sich heimlich mit der Frau seines Stellvertreters. Es sieht so aus, als ob sich beide gut kennen. Sehr gut kennen. Sie küssen sich. Genauer, sie küsst ihn. Das ist ungewöhnlich. Er ist 32 Jahre jung. Maria Burg ist 48 Jahre alt. Eine ungewöhnliche Beziehung. Wirklich? Fragt Konstanze ihren Freund. Du bist schließlich auch einige Jahre älter als ich. 10 Jahre. Das kannst du nicht vergleichen, mein Schatz. Patrick küsst seine Freundin. Komm, lass uns nach Hause gehen. Zu dir oder zu mir? Fragt die junge Studentin. Patrick antwortet nicht. Er ist in Gedanken. Ich weiß nicht, sagt Patrick nach einer Weile. Irgendwas stimmt nicht im Verhalten von Jürgen von der Aue und Maria Burg. Von der Aue ist zwar noch jung, aber dennoch sehr konservativ. Gerade jetzt im Wahlkampf ist seine wichtigste Parole die Familie. Er tritt für die Familie ein, für Traditionen. Konstanze, verstehst du, was ich damit sagen will? Sie nickt. Warum hat von der Aue in der Gaststätte gesagt, ich lasse mich nicht von dir unter Druck setzen? Das Rendezvous war mehr als merkwürdig. Weißt du, was ich glaube, Konstanze? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. Patrick bleibt stehen. Er sieht nicht die Rosen, die links und rechts blühen. Ich glaube, Maria Burg hat Jürgen von der Aue irgendwie in der Hand. Kapitel 8. 28. August. Vormittags. Petra von der Aue, guten Morgen. Ist der Reich da? Petra klingt aufgeregt. Nein, im Moment nicht. Soll ich ihm eine Nachricht hinterlassen? Ja, sagen Sie ihm, ich habe einen Brief gefunden. Es ist wichtig. Kann ich Herrn Reich um 12 Uhr in seinem Büro treffen? Ja, das geht in Ordnung. Vielen Dank. Mit wem habe ich gesprochen? Mit Konstanze Zeigen. Auf Wiederhören. Konstanze legt den Zettel mit der Nachricht auf den Küchentisch. Leise zieht sie sich an. Sie möchte Patrick nicht wecken. Patrick wacht auf. Das Bett neben ihm ist leer. Er sieht auf die Uhr. 10:30 Uhr. Er geht in die Küche und macht sich einen starken Kaffee. Dabei sieht er den Zettel auf dem Küchentisch. Patrick geht in sein Arbeitszimmer. Er telefoniert mit seinem Freund und Ex-Kollegen Richard, der Hauptkommissar bei der Polizei ist. Hallo Richard, wie geht es dir? Danke, gut. Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche Informationen über 3 Personen. Erstens über Johannes Burg, zweitens über Maria Burg und drittens über Andreas Kreuz. Das ist ganz besonders wichtig. Das ist übrigens der Bruder von Frau Burg. Mach ich gerne, Patrick. Komm doch in 2 Stunden bei mir im Kommissariat vorbei. Und vergiss nicht, für die Informationen lädst du mich zum Essen ein. 12 Uhr. Patrick ist in seinem Büro. Er liest den Brief, den Petra mitgebracht hat. Ich weiß über dich Bescheid. 100.000 Euro. Oder ich sage es der Presse. Geldübergabe 28.08.21 Uhr am Kinderspielplatz in der Karlsaue. Der Brief wurde mit dem Computer geschrieben. Frage: Von wem stammt der Brief? Worüber weiß die Person Bescheid? Petra sieht den Privatdetektiv ungeduldig an. Und können Sie schon etwas sagen? Nein, geben Sie mir etwas Zeit. Ich lasse den Brief untersuchen. Ich rufe Sie zu Hause an, einverstanden? Petra nickt und verlässt das Büro. Patrick setzt sich wieder an seinen Schreibtisch. Er nimmt eine Zigarette aus der Schachtel. Rauchen hilft ihm beim Nachdenken. Er legt sie zurück. Er denkt an Konstanze.
14.30 Uhr. Patrick liest die Informationen, die er von seinem Freund Richard, dem Hauptkommissar, erhalten hat. Ein Satz findet die besondere Aufmerksamkeit von Patrick. Der Verdacht, dass der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Burg, 54 Jahre, an der Korruptionsaffäre beteiligt war, konnte nicht bestätigt werden. Merkwürdig. Patrick Reich lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinter seinem Nacken. Kapitel 9. 28. August gegen 19 Uhr. Was suchst du? Lass mich in Ruhe. Du wirfst immer alles weg. Jürgen schaut seine Frau böse an. Was soll das? Ich werfe nie etwas weg, sagt Petra. Ich frage dich immer vorher. Was ist los mit dir? Du bist heute so nervös. Ich und nervös? Überhaupt nicht. Ich gehe raus. Schön, ich komme mit. Frische Luft tut mir bestimmt auch gut. Müssen wir immer alles zusammen machen? Ich will auch mal alleine sein. Tschüss, antwortet Jürgen. Jürgen von der Aue sieht auf seine Uhr. Er geht schneller in Richtung Straßenbahnhaltestelle Brabanter Straße. Er merkt nicht, dass er verfolgt wird. Patrick fährt direkt zum Parkplatz in der Nähe des Kinderspielplatzes. Konstanze sitzt in der Straßenbahn. Sie beobachtet Jürgen von der Aue. Sie zeichnet ihn. Er ist ein interessantes Motiv. Eine Stimme tönt aus dem Lautsprecher. Nächste Haltestelle am Weinberg! Konstanze, Jürgen und andere Fahrgäste steigen aus. Auch Konstanze weiß, wohin Jürgen geht. Vor dem Spielplatz bleibt sie stehen. Sie setzt sich auf eine Bank und holt den Zeichenblock aus ihrer Tasche. Kurze Zeit darauf läuft Jürgen von der Aue an ihr vorbei. Die drei wartenden Personen bilden ein komisches Bild. Konstanze auf einer Bank vor dem Spielplatz, Patrick hinter einem Gebüsch versteckt und Jürgen von der Aue, Geschäftsmann und Parteivorsitzender, auf einer Bank auf dem Spielplatz. Sie warten. Worauf? Auf wen? Kapitel 10. 28. August. Abends. Ungeduldig sieht sich Jürgen von der Aue um. Es ist 21.15 Uhr. Jemand hustet hinter ihm. Du? Erstaunt blickt Jürgen auf einen Mann. Warum erpresst du mich? Woher weißt du überhaupt von der Geschichte? Patrick kennt das Gesicht, doch er weiß nicht genau, wer der Fremde ist. Konstanze zeichnet die Szene. Sie hat diesen Mann schon einmal gezeichnet. Sie erinnert sich. Vor 3 Jahren stand Johannes Burg vor Gericht. Die beiden Politiker reden weiter. Deine Frau hat dir alles erzählt. Glaub mir, es war ein Unfall. Meine Sekretärin hatte Geburtstag und wir haben getrunken. Ich bin dann trotzdem Auto gefahren. Und dann war dieser Radfahrer da. Ohne Licht, mit dunkler Jacke. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Wirklich nicht. Und dann ist es passiert. Ich bin weitergefahren. Ich war in Panik. Ein Politiker, der betrunken Auto fährt. Das Ende einer politischen Karriere. Ich wusste nicht, dass Maria hinter mir fuhr. 2 Tage später kam deine Frau in mein Büro. Sie machte mir ein Geständnis. Ich habe mich in dich verliebt. Wenn du lieb zu mir bist, gehe ich nicht zur Polizei. Ich bin am Ende. Du willst 100.000 Euro von mir. Das Geld habe ich nicht, das weißt du auch. 100.000 Euro? Wovon redest du? Sagt Johannes Burg. Ich rede von deinem Erpresserbrief. Du wolltest doch, dass wir uns hier treffen. Johannes Burg lacht laut und verächtlich. Da komme ich zufällig vorbei und will dich begrüßen und dann sowas. Nein, dein Geld will ich nicht. Aber jetzt, da ich deine Geschichte kenne, ich rate dir zurückzutreten. Und vergiss nicht, mich als deinen Nachfolger vorzuschlagen. Jürgen hat das Gefühl, tief zu fallen. Da hört er noch eine Stimme hinter sich. Ich will das Geld. Oder denkst du, meine Schwester hätte mir nichts erzählt? Die dumme Kuh kann nie ihren Mund halten. Also her mit dem Geld.
Hinter Jürgen von der Aue und Johannes Burg steht Andreas Kreuz. Kapitel 11. 28. August, 21.25 Uhr. Patrick hat fast alles mit angehört. Er denkt laut. Erstens, Jürgen von der Aue hat vor ein paar Wochen mit Alkohol im Blut einen Radfahrer angefahren. Zweitens, nach dem Unfall ist er weitergefahren. Drittens, Maria Burg hat ihn gesehen und erpresst ihn. Viertens, sie ist seine Geliebte geworden. Fünftens, sie hat ihrem Mann nichts erzählt, aber ihrem Bruder, Andreas Kreuz, der Geld für sein Schweigen will. Sechstens, Johannes Burg war nur zufällig da und will jetzt den Rücktritt von Jürgen. Patrick tritt hervor. Gelassen steckt er sich eine Zigarette in den Mund, sieht Konstanze und steckt die Zigarette wieder weg. Dann sagt er laut und deutlich. Wollen Sie Ihrer Frau alles erklären, Herr von der Aue, oder soll ich zuerst mit ihr sprechen? Die drei starren auf den Privatdetektiv. Gestatten? Patrick Reich, Privatdetektiv. Ich habe im Auftrag von Frau Petra von der Aue gehandelt. Sie fand ihr Verhalten, Herr von der Aue, so merkwürdig, dass sie mich engagiert hat. Sie beide, Herr Burg und Herr von der Aue. Sie müssen die Konsequenzen tragen. Sie, Herr Kreuz, kennen das Gefängnis ja schon. Eine Woche später liest Patrick Reich in der Zeitung, Parteichef Jürgen von der Aue ist ohne Angabe von Gründen zurückgetreten. Es heißt, er will sich in sein Privatleben zurückziehen. Sein Nachfolger heißt Johannes Burg. Zufrieden legt er die Zeitung beiseite. Plötzlich klingelt das Telefon. Reich? Ah, hallo Richard. Hast du die Informationen über den Radfahrer? Aha. Interessant. Danke. Ja, bis morgen. Tschüss. Patrick Reich legt auf. Er ruft von der Aue an. Guten Tag, Herr von der Aue. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Der Radfahrer, den Sie am 26. Juli angefahren haben, ist gestern aus dem Koma erwacht. Er heißt Konrad Wegschneider. Er ist bereit, Sie zu sehen. Ich habe auch Neuigkeiten für Sie. Johannes Burg hat die Scheidung eingereicht und meine Frau erwartet ein Kind, sagt Jürgen von der Aue. Glückwunsch! Alles Gute für die Zukunft! Auf Wiederhören! Wieder ist ein Fall zu Ende. Patrick Reich ist glücklich. Er lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinter seinem Nacken. Kapitel 12. Ein Jahr später. Privatdetektiv Patrick Reich hat Urlaub. Seine Freundin ist für ein paar Tage zu ihren Eltern nach Berlin gefahren. Patrick genießt es, spät aufzustehen und in aller Ruhe lange und ausgiebig zu frühstücken. Butter, Brötchen, Marmelade, 3 Scheiben Aufschnitt, Käse, ein weich gekochtes Ei, Kaffee und Orangensaft. Freundliche Wohnungsnachbarn haben ihm die Tageszeitung vor die Tür gelegt. Patrick traut seinen Augen nicht. Im Lokalteil ist ein großes Foto, das Johannes Burg in Begleitung von 2 uniformierten Polizisten zeigt. Ende einer politischen Karriere? Johannes Burg, 55 Jahre, Parteivorsitzender, wurde gestern Nachmittag verhaftet. Es gibt neue Beweise für seine Beteiligung an einer Korruptionsaffäre, die bereits zu den Akten gelegt worden war. Außerdem wird der Kommunalpolitiker der Erpressung in mehreren Fällen verdächtigt. Gerüchte sagen... Patrick wird in seiner Lektüre durch die Türklingel unterbrochen. Er geht zur Tür und öffnet sie. Vor ihm steht Jürgen von der Aue. Herr Reich, ich brauche Ihre Hilfe. Der Urlaub von Patrick Reich, Privatdetektiv, ist zu Ende.